Willkommen zurück, liebe Leute. Wir springen direkt rein und machen gleich weiter und schauen, was uns hier so erwartet. Eine kaputte Tür. Der sagt mir nicht, was wir brauchen. Die Tür ist von der anderen Seite blockiert. Warte mal, von der anderen Seite kommen wir denn da überhaupt dran? Wir schauen mal eben. Ja, also in der letzten Folge gab es viele Kämpfe, aber wir sind im Sumpfgebiet angekommen. Und zu guter Letzt eben genau hier. Wie, das ist alles? Können wir das nicht nochmal drehen? Zack. Oh, was ist das denn da? Schauen wir eben. Es geht ab. Oh oh, wir müssen wechseln. Wir kriegen Verstärkung. Wechsel. Oh, was ist das? Verschwinde da. Niemand verschwindet da. Wer ist er denn? Zack. Ah, sie haut jetzt schon sehr viel mehr rein. Okay, cool. Ja, man merkt, also am Anfang des Spiels war sie so ein bisschen sehr schwach, was so diese Faustschläge angeht. Aber jetzt ist es schon wesentlich besser, finde ich. Macht mir Spaß so. Was ist hier? Was ist das? Oh, Hexensteine. Okay, nochmal ein extra Collectible hier, auf das ich achten muss. Aber es gibt immer so einen ganz leichten Schrei von sich. Was ja schon mal nicht verkehrt ist. Okay. Was ist das denn hier? Nichts weiter, so wie es aussieht. Ich schau gerade mal, ob wir irgendwie von hier hinten... Nee, na, das geht nicht. Oder doch? Ah ja, doch, das könnte die Lösung sein. Eine schöne Truhe. Gib mal was. Hexensteine. Sehr schön. Und der Soldat. Eine seltsame Holzfigur, die in der Nähe einer verfluchten Truhe auf dem Gelände des alten Marschlagers gefunden wurde. Das ist korrekt. So, dann haben wir den Weg hier runter. Da drin. Ärger im Anmarsch. Oh. Hä? Ich höre das wohl, aber... Okay, wir sind gleich da, ne? Kleinen Moment. Macht's euch schon mal gemütlich. Ich will noch ein bisschen was einsammeln. Red, dieser Gegenstand ist mit etwas Bösartigem belegt. Ich kann es spüren. Nur schließlich. Es ist selbst für mich nicht sichtbar. Aber ich kann den finsteren Willen hören. Wie einen Fluch oder einen Zauber. Ein Fluch oder ein Zauber also? Vielleicht könnte uns Seeker damit behilflich sein. Geisterentfesselung.
Rede mit Seeker. Dann schauen wir mal. Jetzt wollen wir mal hier raus, oder was? Kämpft doch jemand. Wie ich das liebe. Ich bring sie um. Was geht denn hier? Ich reiß ihr den Kopf ab. Mist, das ist Seeker. Und trink ihr Blut. Kann uns bestimmt noch ein bisschen was beibringen. Aua. Howdy. Alte Bekannte aufgehört. Warum hat das so lange gedauert? Ah, die Verbannerin, die für ihren Novizen gestorben ist. Ah, die Novizin der Hexe. Sei gegrüßt, Anthea. Ich habe viel von dir gehört. Ich auch. Tut mir leid. Nach meiner Rückkehr erzählte mir Ceridine, dass unser ach so armer Verbanner heimgesucht wird. Heimgesuchter Verbanner. Schon komisch, was? Was war das, mit dem du gekämpft hast? Ding? Ach, er. Eine verdammte Nervensäge, das ist er. Bist du schwer verletzt? Ich hatte schon öfter Ärger mit dem alten Mooskopf. Ein paar Minuten Ruhe und ich bin wieder auf den Beinen. Du siehst aus, als bräuchtest du eine Pause. Können wir helfen? Dachte schon, du würdest nie fragen. Ein paar meiner Geisterjäger sind weg. So konnte Old Soul den Saum durchqueren. Den Saum? Den Saum. Wo der Stoff der lebenden Welt auf den der Toten trifft. Ah, der Schleier zwischen dem Sichtbaren und dem Unsichtbaren. Ganz wie du willst, Verbannerin. Ruh dich aus, kümmere dich um deine Wunden. Wie können wir die Geisterjäger wieder in Gang bringen? Der Zauber ist bereits ausgesprochen. Ihr müsst ihn nur noch entzünden. Seid vorsichtig. Der alte Mooskopf kann nicht weit sein. Ich werde mich ausruhen. Viel Glück. Viel Spaß. Viel Spaß. Bring mir mal lieber einen Trick bei oder sowas. Verzeihung. Was haben wir denn hier? Ein Kolibri? Also, was jetzt? Wir entzünden die Geisterjäger mit Feuerstein und Stahl. Wahrscheinlich, glaube ich. Was haben wir denn hier? Noch einen Soldaten? Ah, okay. Mhm. Warte mal, wäre das hier schnellere Weg gewesen? Ah, nee, das ist woanders jetzt. Okay, verstehe, verstehe. Warte mal, wo war denn der? Das ist der Suchbereich. Entzünde die Geisterjäger. Schau mal, das sind diese Laternen hier, oder nicht? Was sie gerade genutzt hat. Das versteckt sich. Ja, zeig mal. Was versteckt sich? Da drin, da drin. Okay, kleinen Moment, wir schauen mal eben hier. Kriegt er das? Du bist besser als jede Kanone. Das stimmt. Was ist das hier? Ah.
Ah, okay, das ist unsere Hütte. Damit haben wir das jetzt geöffnet. Ich verstehe. Aber was hat's mit diesen Geisterjägern auf sich? Ihr seid als nächstes dran. Ja, ist okay, aber ich brauche kurz Geisterjäger. Aus dem Totenreich. Ein Luftzug aus dem Totenreich. Was gibt es? Das Übliche. Weil wir haben die Markierung oben auf dem Kompass. Und hier ist der Suchbereich. Das ist aber auch das einzige Ding, das ich hier sehe. Verschwindet oder ich verschlinge euch! Ja, jetzt bleibt mal ganz ruhig, mein Freund. Er kann diese Dinger wirklich nicht leiden. Etwas ist in der Nähe. Wo ist es? Etwas ist in der Nähe. Mischt euch nicht ein! Achtung! Ein Feenender greift Besitz. Ihr seid als nächstes da. Verschwinde da! Oh, oh, oh! Ey, ja, das wird nicht ganz einfach. Das geht klar, das geht klar. Oh, weg! Raus! Junge, wieso läuft der nicht? Was geht denn jetzt ab? Vorsicht! Den haben wir. Was lauert auf uns? An die Arbeit. Hier ist noch einer. Ich trinke aus euren Schädeln. Okay. Brennende Geisterjäger vertreiben diese Bastarde. Einer noch. Runda. Geht es nur um Jesu, oder? Ich habe es auch gespürt. Ist auf meiner Seite. Da haben wir noch was. Nee, was sehe ich? Ach doch, hier. Logbuch des Arztes. 7 Tote, 5 Verletzte. Der Sieg hat einen hohen Preis gekostet. Wir sind schwach und es fehlen Vorräte. Wir brauchen mehr, sonst sind wir verloren. 1 Toter, 5 Verletzte, 3 Sterbende. Wir werden krank. Eine geheimnisvolle Krankheit befällt das Fort. Eiterbeulen wachsen und die Männer fiebern. Wir verrotten mit dem verrottenden Land. Das Fort ist verloren. Wir werden uns zurückziehen, marschieren zur Küste nach New Edentown. Seltsam, allein mit den Leichen der Gefallenen und dem zerstörten Fort zu sein. Vor 2 Tagen wurde ich krank und ich bin zu schwach zum Marschieren. Ich verrotte gemeinsam mit dem Land in Frieden. Die Stille ist wunderschön. Okay. Nette Geschichte. So, wir schauen mal eben. Darunter müssen wir. Ah, da sehe ich das letzte. Das wird er uns ja wohl nicht kampflos übergeben. Wie kommen wir denn darauf? Wer um uns flieht, wie die Feiglinge! Sehr gut. Du bist in Schussreichweite, Red. Sind wir das nicht alle? Aua! Sauber. Krieg ich den jetzt? Nee. Waren das alle? Verlass dich nicht drauf. Der da als nächstes? Der da als nächstes. Verlass dich nicht drauf. Höh.
schön. Ich kriege euch schon noch. Das sollte reichen. Geschafft. Hexerei ist ein Kinderspiel. Keine Ahnung, was die Aufregung soll. Kommen wir da hin? Deine Hexenfreundin sieht das bestimmt genauso. Ich sag ihr einfach, dass wir fertig sind. Was ist denn dem Schemen in den Arsch gekrochen, dass der so beschissen drauf ist? Eine verlorene Schlacht? Verrat? Deserteure in den eigenen Reihen? Wer weiß. Sehr gut. Okay, dann erstatten wir mal Bericht. Seeker ist verschwunden. Macht sie manchmal. Sie ist dort drüben. Da ist sie. Warte mal, haben wir hier oben noch was zu holen? Wie sieht's denn mit den Kisten hier aus? Nee. Ich denke, das wäre mir auch angezeigt worden. Aber da geht's rüber. Denn ich sehe auf der anderen Seite noch was. Bevor wir rüber zu Seeker gehen. Dort nämlich. Wie kommen wir denn da rein? Das Fort steht noch nach mehreren Tagen des Widerstands. In der letzten Woche gab es schnelle und heftige Angriffe entlang der Grenze. Die Wilden haben viele tapfere Soldaten getötet, aber wir bleiben stark. Die Eingeborenen dieses Landes sind sehr mutig und entschlossen. Als Soldat bewundere ich sie. Ich wünschte nur, sie würden verstehen, dass wir ihnen die Erlösung bringen wollen. Zweifelsohne werden sie die besten Christen sein, wenn sie unterworfen wurden. Späher berichten, dass sie in großer Zahl anrücken. Ich brauche Verstärkung und zähle auf die Teilnahme aller Kolonien. Alright. Hier nämlich einen weiteren Soldaten und mehr Wolle. Was? Geld. Und Wolle. Verschlossen. Wir brauchen einen Schlüssel. So. Jetzt können wir rübergehen. Ich glaube nämlich hier... Doch, hier ist noch was. Was hat's mit diesem Raben auf sich? Kann der was? Warte mal, da geht's ja jetzt quasi wieder zurück, wo ich ursprünglich mal hergekommen bin. Wir halten uns jetzt mal so ein bisschen an den Storypfad. Damit die Geschichte hier auch ein bisschen vorankommt. Hast du etwa gerade mit einer Krähe gesprochen? Ja und nein. Seid ihr bereit? Gut. Sie erwartet euch. Bereit wofür? Deine Herrin zu treffen? Cyridine. Ja. Auf einem Boot. Wird bestimmt ein Spaß. Nein, wir gehen nach New Eden. Der Albtraum hat die Welt zu fest im Griff. Der Nebel ist zu dicht. Ihr könnt nicht in seine Festung eindringen. Es gibt keinen Weg zurück zum Gemeindehaus. Noch nicht. Und nicht ohne Hilfe. Wir haben uns bis jetzt ganz gut geschlagen. Du bist tot. Vielleicht schlagt ihr euch weniger gut, als du denkst. Du bist schroff. Aber ich verstehe, was du meinst. Wir sprechen mit Cyridine, bevor wir weiterziehen. Schon besser. Folgt mir. Vorsicht. Bringt das Boot nicht zum Schaukeln. Das ist sehr schwierig. Wann wart ihr zuletzt auf einem Boot? Ist der Weg noch weit? Mich nicht erinnern. Wie weit ist weit? Keine Sorge. Ihr seid in Sicherheit. Sicherheit? Die Sumpflande beheimaten viele zornige Geister. Aber meine Herren sorgt dafür, dass sie still bleiben. Totenstill. Ich hab was verpasst da hinten. Kann ich noch? Nee. Der Schemen, gegen den ihr gekämpft habt, sah wie eine Vogelscheuche aus. Verbanna und ihre Schubladen. Sie wird sicher zurückkehren. So wie ich.
Der Schleier scheint hier dünner zu sein. Das war schon immer so. Wir nennen sie die Sumpflande. Aber die Stämme, die hier leben, nannten es Illmaus. Wer dort zu lange verweilt, erkrankt. Verlieren Ceridians Schutzzauber deshalb schneller ihre Wirkung, als sie sollten? Das liegt daran, dass sie stirbt. Mein Beileid. Das Leben ist eine Reise. Der Tod ist nur ein weiterer Schritt. Das ist ja fast so reizend wie die Fahrt durch die Heerengracht. Fehlen nur noch der Hagel und der Hetzer an unseren Fersen. Das können wir sicher einrichten. Du hast die besten Fluchtpläne. Was für ein Chaos. Was ist hier passiert? Menschen, Krieg, das ist hier passiert. Dieser Old Saul, was will er? Störung, Blutvergießen, Ceridians Kopf auf einem Silbertablett. Sie müssen sich also eins gekannt haben. Wir könnten euch helfen, ihn zu verbannen. Ihr Verbanner trieft vor Arroganz. Ceridian wird sich um ihn kümmern. Wir sollten uns nicht einmischen. Die Schemen am Ufer bewegen sich nicht. Die Sumpflande sind gut geschützt. Sind das Soldaten? Das, Miss Duarte, ist Old Souls Armee. Ihr seid jung. Ihr seid tot. Ich meinte, dass eure Essenz für jemanden in eurem Alter mächtig ist. Wie seid ihr an diesen Ort gelangt? Wie seid ihr Verbannerin geworden und habt so euer Potenzial vergeudet? Denkt ihr, ich wäre als Hexe besser geeignet? Ja, das tue ich. Ihr würdet euch selbst und mir einen Gefallen damit tun. Willkommen auf Ceridians Insel. Ich kann eine große Macht spüren. Oh, das ist euch also aufgefallen? Wie gesagt, willkommen auf Ceridians Insel. Sie wartet zu Hause auf euch. Folgt dem Pfad, bis ihr einen schwarzen Teich in der Nähe einer alten Ruine findet. Das ist ein Teich. Wir treffen uns schon bald dort. Wie macht sie das nur? Das ist ein Trick, oder? Das Mädchen hat mehr als nur Tricks auf Lager. Sie hat eine Gabe. Was ist das? Verbannerregel Nummer 3. Erinnerst du dich an den Whiz Beach-Sumpf? Ja, aber ich werde das Ding nicht mit einem Stock anstoßen. Dann schauen wir mal, wie freundlich die Dame ist. Ist das was Neues? Nee. Ach, fantastisch, wirklich. Was gibt's hier? Alles meins. Ich will mal eben schauen. Das geht nicht. Okay. Wenn wir kurz rasten wollen, wäre das hier gut. Ja, wir schauen mal, ob wir was haben zum Aufwerten. Weiß ich gerade gar nicht. Es werde Licht.
der Entwicklung. Ja, wir haben einen Punkt, genau. Verbannen verursacht bis zu 50% mehr Schaden an Gegnern. Mehr Schaden, je höher die Lebenspunkteanzeige des Gegners gefüllt. Mehr Schaden, ja, auf jeden Fall. Sehr schön. Das soll mir schon genügen. Komm, steh auf. Na gut. Ich hatte einen Knoppers, jetzt kann es weitergehen. War ich das nicht schon immer? Was höre ich denn hier? Ja gut, aber das kann sie ja noch nicht, oder? Okay, das kommt bestimmt gleich noch mit der Hexe. Die wird uns was Neues beibringen. Aufgeknüpfte Puppen. Hexen mögen es schaurig. Als Kind habe ich auch Puppen gebastelt. Genau solche. Oh, das kann ich mir lebhaft vorstellen. Oh, creepy irgendwie. Okay, da unten sind wir angekommen. Dann gucken wir mal, wo wir hier einen schwarzen Teich finden. Seekers schwarzer Teich. Jetzt verstehe ich, warum sie diesen Ort Illmouth nennen. Was ist das? Anthea? Oh oh. Ja, es ist nett hier. Oh, sieht das abgefahren aus. Nein, so war das nicht. Ich wusste, wer ich war, nur ich war verloren und wusste nicht, wohin ich sollte. Wann ich irgendwo hin sollte. Ergibt das einen Sinn? Die Zeit stellt den Toten Fallen. Es ist nie gerecht. Ihre Stimme war wie ein Leuchtfeuer. Das Licht in der Dunkelheit, das mich zu mir zurückführte. Und zur Welt. Ihr habt beide eine starke Verbindung. Oder werdet sie haben. Oder hattet sie. Vielleicht treffen alle drei Aussagen zu. Da ist er ja, der andere Verbanner. Seid gegrüßt. Guten Tag. Kommt, setzt euch. Es ist eine Ewigkeit her. Kennen wir uns? Natürlich. Seit eben diesem Moment und seit einem späteren. Vor Jahrzehnten. Wie dem auch sei, es tut gut, euch zu sehen, Red McGrath. Ich habe ihr unsere Geschichte erzählt. Es stört dich hoffentlich nicht. Welch ein Martyrium. Es tut mir so leid, dass ihr das durchstehen müsst. Es muss furchtbar schwer sein für euch beide. Ich hab Dank. Aber jetzt seid ihr da. Beide. Und ich bin froh. Denn ihr werdet dem nur gemeinsam ein Ende setzen können. Warum fanden wir in New Eden kaum Spuren von Ureinwohnern? Sie waren dort. Aber sie haben sich nie niedergelassen. Weise Männer und Frauen wissen, dass diese Region, vor allem die Sumpflande, verdorben ist. Habt ihr euch deshalb hier niedergelassen? Hier ist der Saum dünn und schwach, der Sumpf voller aufgebrachter Geister. Außerdem ist er abgelegen und schwer zu finden. Gute Gründe zu bleiben. Hier können wir uns verbergen und den Saum flicken. Wir müssen Antheas Körper zurückholen. Aber Sika meint, das Haupthaus sei unerreichbar, der Nebel unpassierbar. Seeker hat recht.
Der Nebel ist der Albtraum. Ihr meint, dass der Albtraum den Nebel erzeugt? Der Nebel ist der Albtraum. Der Albtraum ist der Nebel. Sie nähren sich gegenseitig mit wachsendem Einfluss. Der Albtraum verdirbt alle in New Eden. Sie vernebelt ihnen die Sinne und ändert ihre Wahrnehmung. Aber ihr habt den Düsterwald bereits befriedet. Eure Arbeit hat begonnen. Jetzt müsst ihr sie fortsetzen. Wer seid ihr wirklich? Wer ist Seeker? Wir Verbanner sind Hexen. Ja, so viel war mir klar. Aber warum seid ihr hier? Warum New Eden? Seid ihr mit dem Zorn des Albtraums verbunden? Sie will uns nichts Böses. Wir kümmern uns um die Toten. Wir sind wie Hirten, die Hüter des Totenreichs. Und wir sind auch Sündenböcke. Ein bequemer Pranger für die gewöhnlichen Übel der Welt. Ihr habt uns hergebracht. Wieso? Ihr habt viele Fragen und ich habe wenig Zeit. Einige Atemzüge stecken wohl noch in mir. Aber ja, die Dämmerung beginnt. Und doch folgt auf die Dunkelheit ein neuer Morgen. Ihr sterbt. Bald werde ich eins mit den Bäumen sein, Wurzeln und Rinde. Aber deshalb habe ich euch nicht hergebeten. Meine Teuersten, der Pfad vor euch ist noch ungewiss. Aber wisset dies, wenn ihr den Albtraum besiegen wollt, müsst ihr euer Herz öffnen. Ihr müsst euch einander öffnen. Nichts darf mehr zwischen euch stehen. Euer Band muss stark sein. Wie können wir sie besiegen? Wie können wir es mit ihrer Macht aufnehmen? Ihr ergebt euch. Bedingungslos dem jeweils anderen. Als ihr verstarbt, liebste Antea, zerfiel New Eden. Doch einige haben überlebt. Sucht sie. Helft ihnen. Das wird dem Albtraum nicht gefallen. Nein. Immerhin seid ihr eine Bedrohung für seine Existenz. Und er hat Recht, euch zu fürchten. Doch er glaubt, ihr könntet ihn nicht erreichen. Er irrt sich. Es gibt eine Möglichkeit. Die Leere, ein furchtbarer Ort zwischen dem Lebendreich und dem Totenreich. Sobald ihr gelernt habt, die Leere zu navigieren, könnt ihr damit die Höhle des Albtraums betreten. Aber zuerst müsst ihr die Menschen von New Eden aus ihren Klauen befreien. Um New Eden zu erreichen und meinen Körper zurückzuerlangen, sollen wir ausgerechnet den Menschen helfen, die den Albtraum hervorriefen? Ja. Entschuldigt meinen Mangel an Enthusiasmus. Können wir nicht einfach zurück zum Haupthaus gehen und unsere Arbeit machen? Ihr müsst die Menschen aus dem Griff des Albtraums befreien. Nur dann könnt ihr New Eden Town durch die Leere erreichen und sie stellen. Wie gelangen wir in die Leere? Gibt es dafür ein Ritual? Die Leere hat an einigen Stellen Risse. Folgt den Leuchtfeuern, kommt nicht vom Weg ab und ihr werdet sie sicher passieren. Seeker hat für euch einen Stimmschlüssel angefertigt, damit ihr einen Riss öffnen könnt. Verweilt dort nicht zu lange. Die Zeit ist launisch. Hat eine Heckenhexe zufällig was Interessantes für einen Verbanner in ihrem Garten? Immer. Und so wird es auch immer sein. So, jetzt können wir mal eben schauen, denn das hier ist nicht ganz verkehrt, oder? Wobei ich jetzt nicht weiß, ob das zum... Ein ungleicher Splitter eines Edelsteins mit weißer Färbung, der eine furchtbare, finstere Aura ausstrahlt, kann durch das Schießen auf Seelengreifer erlangt oder von Hexen erworben werden. Geisterparasit. Wenn du einen Gegner mit Red besiegst, werden 35 Geisterpunkte wiederhergestellt, aber du erhältst 25% weniger Geisterpunkte.
Das ist die 3. Warte mal. Was will sie haben? 8 Hexensteine ist ihre Währung. Alles klar. Ja gut, das hätte ich mir denken können. Kaufen den. Was kauft sie denn für wie viel an? Davon haben wir jetzt schon 2. Seelenscherbe kann durch das Schießen sehr erlangt werden. Wir fanden kürzlich ein verfluchtes Objekt. Könntet ihr uns helfen, es zu reinigen? Wirklich? Und wieso gerade wir? Ja, ihr wisst ja, Zauber, Flüche, Hexen. Ich wollte euch nur necken. Es ist eine Freude zu sehen, wie ihr euch windet. Es gibt viele Wege, einen Gegenstand zu verzaubern oder einen Fluch aufzuheben. Seeker könnte euch helfen. Sprecht mit ihr. Sie ist ebenfalls neckisch. Creepy. Am Strand, als ich beinahe ertrank, ihr habt Seeker geschickt, mich zu finden. Woher wusstet ihr, wo ich sein könnte? Fragt ihr eine alte Heckenhexe, ob sie weiß, was in ihrem eigenen Garten vonstatten geht? Die Wälder und Flüsse stecken voller mir freundlich gesinnter Klauen, Federn und Schuppen. Ich weiß stets, was ich wissen muss. Das ist wohl die beste Antwort, die wir kriegen werden. Es ist die beste, die ich je versucht habe zu geben, meine Teuersten. Der Albtraum im Haupthaus war mit Abstand der mächtigste Geist, der mir je begegnet ist. Woher rührte dieser Albtraum? Unerbittlicher Zorn ist ein Fass ohne Boden für rachsüchtige Geister. Aber in diesem Fall steckt vermutlich eine noch finsterere Quelle dahinter. Was wisst ihr über Deborah? Nicht viel. Ich gehe den Menschen von New Eden seit Jahrzehnten aus dem Weg. Ich weiß nur, dass sie wegen Hexerei verurteilt wurde. War sie denn eine Hexe? War sie eine der Euren? Wäre das denn von Bedeutung? Sie war keine Hexe. Sie war eine gewöhnliche Frau. Ein Opfer der tiefsten Furcht der Menschen. Wir wissen, dass die Bestie mit dem Albtraum verbunden war. Aber wir wissen nicht wie. Mithilfe der Bestie konnte der Albtraum die Siedler quälen. Die Bestie war ihr Avatar. Sie hat sicher noch weitere. Was genau sind die? Sie sind Manifestationen der Macht des Albtraums. Sie könnten auch ihre einzige Schwäche darstellen. Der Geist des Albtraums wurde durch die Gewalt ihrer Entstehung zertrümmert. Intelligent genutzt, könnten die Trümmer der Schlüssel sein, um ihren Fluch zu brechen. Habt Dank, Seredin. Wir hauen ab. Bevor ihr loszieht, verratet mir eine Sache. Wofür habt ihr euch entschieden? Was meint ihr? Ihr habt euch gegenseitig ein Versprechen gegeben. Wie lautet es? Wofür habt ihr euch entschieden? In dieser Welt zu bleiben. Viele leben für eines. Ein teurer Tausch. Ich gab ein Versprechen. Und ich werde den Preis bezahlen. Ich urteile nicht über die Abmachung, doch ich mache mir Sorgen darüber, was es euch kosten wird. Der Stimmschlüssel liegt auf dem Tisch. Er wird euch in der Leere beschützen. Seeker wartet am Teich, um euch den Weg zu weisen. Ich finde, das ist eine sehr coole Darstellung einer Hexe irgendwie. Man hat ja so eine Hexe immer so als kleine bucklige Frau, so mit Warzen im Gesicht. Irgendwie so durch Film und Bücher und was auch immer so dargestellt bekommen. Ich finde, das ist hier so eine große, blasse Frau irgendwie. Das erinnert mich auch so ein bisschen an die Hexe aus der Neuverfilmung von Hänsel und Gretel, falls den jemand gesehen hat. Ich glaube aber, der hieß einfach nur... Oder hieß der Gretel und Hänsel vielleicht? Naja, so ein bisschen so ein Arthouse-Film mäßig, der aber sehr, sehr atmosphärisch war. Liebes altes Kind, solltest du je dein Schicksal erfüllen und nur ihn verlassen wollen, denke daran, dass es im Bauch des Mondes immer Platz für dich geben wird.
Bis dahin möge mein bescheidenes Buch dich daran erinnern, dass du viele verborgene Schwestern hast. Madre. Notizen der Seeker. Zwischen den Runen befinden sich hingekritzelte Notizen. Auf der linken Seite findet ihr das Haus des Hades, der Unsichtbare, der Totengott, vor. Sowie eine Quelle lehte der Fluss des Vergessens und in der Nähe eine emporragende weiße Zypresse. Nähert euch nicht der Quelle. Eine zweite Quelle mit eiskaltem Wasser werdet ihr finden am See der Mnemosyne, Göttin des Gedächtnisses, vor dem Wächter Wache stehen. Sprecht, ich bin ein Sohn der Erde und des Sternenhimmels der himmlischen Rasse und auch ihr wisset dies. Und ab diesem Moment mit dem Pantheon der Helden werdet ihr herrschaftlich sein, niedlich. Lieber Persephone, die entlang des Saums tanzt als Dionysos, der einmal geht und einmal wiederkehrt. Andererseits lieber Orpheus als Eurydike, damit Orpheus Seele singe im Duett, okay. Das Ding, dann erzählen wir. Da kann ich jetzt nicht. Hexenwerk. Es fühlt sich unnatürlich an. Gefährlich. Hexenwerk. Das Leben als Verbanner hat natürlich nichts mit Gefahr zu tun. Was ist das denn hier? Das Spinnrad sieht komisch aus. Webt ihr damit? Selbstverständlich. Ich webe Essenzen, Red McGrath. Ceridians haben gefertigt, der Stimmschlüssel öffnet Leerrisse. Greift zu. Nehmt euch, was ihr... Equilibrium? Benötigt. Jetzt haben wir es. Steigert die Stärke. Ist auch noch ein Zweier. Und man kann es aufrüsten. Müssen wir dran denken beim nächsten Mal. Wie können wir das denn hier aufrüsten? Was fehlt denn? Gemeiner Schwefelporling 12. Und hier scheußliche Verschmelzung. Okay, dann schauen wir mal. Sobald wir sowas finden... Wir nehmen uns einfach mal alles, was sie besitzen. Ja, tschüss. Okay, ich glaube, das war's. Also, mach's gut, ne? Tschüss, Bibi. Sehr cool. Hier drüben, Verbanner, beim Teich. Ja, ist doch gut. Schrei doch nicht so rum hier. Nicht hier rauf? Ja. Howdy. Saturday hat uns diesen Stimmschlüssel gegeben. Jetzt weiß ich, wie euer kleiner Trick mit dem Verschwinden funktioniert. Es ist kein Trick. Wir brauchen das zum Überleben. Viel zu viele Mistkerle da draußen würden uns lieber tot sehen. Was wir also auf der anderen Seite der Insel gesehen haben, war ein leeres? In der Tat. Ihr werdet ihn auch benutzen. Aber diesen hier nicht. Noch nicht. Etwas weiter weg befindet sich ein weiterer. Am Ende einer Höhle. Benutzt den. Fürs Erste. Dieser hier ist etwas Besonderes. Er ist die einzige Möglichkeit, nach New Edentown zu gelangen, nachdem die Brücke niederbrannte. Wir könnten jetzt gleich nach New Eden zurück? Warum solltet ihr das tun wollen? Der Albtraum ist mächtig. Er hat New Eden eisern im Griff. Wenn ihr ihn im Rest der Region schwächen könnt, ist es möglich, dass ihr den Riss durchqueren könnt, ohne dabei ums Leben zu kommen. In Ordnung. Wir haben es verstanden. Ihr habt euren Stimmschlüssel. Verliert ihn nicht. Euer Leben hängt davon ab. Das sollte kein Problem sein. Wenn ihr den Riss durchquert habt, gibt es kein Zurück mehr. Geht weiter und blickt nicht zurück. Wir fanden einen verfluchten Gegenstand. Einen Gegenstand? Was für ein Gegenstand? Eine Truhe. Verschlossen und offensichtlich verflucht. Ein Fluch kann verschiedene Dinge bedeuten. Was ist eurer Meinung nach geschehen? Wir fanden sie in der Wildnis. Jemand hat wohl zum Schutz einen Geist an sie gebunden. Ah, ich glaube, ihr habt eine Truhe gefunden, die Viergott gehört.
Wie bekommen wir sie auf? Warum wollt ihr sie öffnen? Das ist Dämonologie und ich will damit nichts zu tun haben. Selbst wenn der alte Viergott nicht der Schlimmste war. Aber Viergott Waterbury, als er noch am Leben war, erzählte mir einst, dass sein Brevier ein Ritual der Freilassung beinhalten würde. Habt ihr dieses Brevier? Nein, aber ich weiß, wo ihr es finden könnt. Er verbrachte seine letzten Jahre in Abgeschiedenheit tief im Düsterwald. Geht vom Jägerlager aus Richtung Nordosten. Folgt dem Pfad nach Osten, bis ihr nach Süden abbiegen könnt. Seine Hütte stand dort auf einer Lichtung. Da ihr manchmal vergesslich seid, werde ich es für euch niederschreiben. Danke. Leerwandeln. Könnt ihr mir mehr darüber verraten? Ich springe damit von einem Riss zum anderen, so wie Cyridine es mir beigebracht hat. Ich verweile dort nicht. Und das solltet ihr auch nicht. Wieso nicht? Die Leere ist unbekanntes Terrain. Cyridine kennt vermutlich die Antwort, aber rückt sie nicht raus. Das ist ein böses Omen. Äußerst böse. Okay. Wir machen uns auf den Weg. Hoffentlich bis bald. Ja, ich liebe ja unsere netten Gespräche über den Saum. Damit ich das richtig verstehe, wir suchen also nach einem Brevier, das einem Dämonologen gehört, den Seeker nach seinem Tod getroffen hat? Und das alles, um zu lernen, wie man verfluchte Objekte von ihren bösen Geistern befreit? Vergiss nicht Balthasar H. Frenhofers Lehren. Effizient, adaptiv, versatil. So, Viergott, Waterberries. Achso, was war Map? Ö. So, wir können ja schnell reisen. Jetzt müssen wir mal eben schauen, wo hier das Jägerlager ist. Ach, warte mal, ist das jetzt das? Ach, hier hinten. Hier, oder? Hier haben wir eine Ermittlung. Und da haben wir das, was wir brauchen. Das heißt, wir zoomen uns hier hin. Ach, warte mal, wir können nur von Dings zu Dings reisen. Ja, okay. Dann würde ich vorschlagen, suchen wir uns. Ach, warte mal, nee, wir sind ja mit dem Boot gekommen. Das heißt, wir brauchen jetzt einen Unterschlupf, mit dem wir dann schnell reisen können. Denn diese Fähigkeit hätte ich schon ganz gern. Hier drüben vielleicht? Schon ganz gern. Hast du deine Gartengeräte dabei? Nein? Dann also weiter. Kann das schon? Nee, das kann sie nicht. Ich denke, das kann durchaus hilfreich sein. Auch hier geht's nicht durch. Okay, das ist alles ganz nett abgesperrt. So läuft man auch nicht einfach so blind in irgendeine Richtung. Ist das Seekers Höhle? Das werden wir herausfinden. Offensichtlich. Cyridine hat alles vorbereitet, was ihr für das Ritual benötigt. Bedient euch, aber nächstes Mal müsst ihr euch die Ingredienzien selbst beschaffen, Seeker. Und ich würde sagen, in die Leere steigen wir dann in der nächsten Folge ab. Und dann schauen wir mal, wie cool die das designt haben. Bis dahin. Ciao.